Hallo Whisky-Freunde zu meinem nächsten Video von Blind Whisky und begleitet mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe und bewerte. Ich bewerte die Whiskys, indem ich überlege, wie viel könnte dieser Whisky denn wirklich kosten. Ich finde, das ist nur fair, weil Geschmäcker sind halt unterschiedlich, aber es ist ein bisschen objektiv, wenn ich sage, so viel kostet der Whisky oder denke ich, würde ich für diesen Whisky denn verkaufen, / kaufen. Und dadurch kann ich dann sagen, ja, der Whisky war zu teuer oder zu preiswert. Weil selbst ein preiswerter Whisky kann ja gut sein. Oder andersherum. Gut, deswegen, hier sind meine 34 Whiskys drin. Hier habe ich meinen Zufallsgenerator. Und dann schaue ich mal, welche Flasche ich davon nehme. Dann starte ich mal das Programm. Und das nächste ist die Nummer 16. Die Nummer 16. So, das ist die 7, also 1 bis 7, 14, 15, 16. Das ist der Deliquent, den ich jetzt nehme. Haha. So, dann. Oh, jetzt ist mir hier meine Hülle kaputt gegangen. Naja, okay, gut. Ich habe noch nichts gesehen. Das ist gut so. Und muss jetzt halt ein bisschen vorsichtiger sein. So. Denn ich will ja nicht sehen, was für eine Zahl dahinter ist. Das wäre ja fatal. Dann wäre das ganze Video umsonst. Beziehungsweise könnte ich nur, naja, wegschmeißen. Aber habe noch Glück gehabt. Die Hülle, die kann ich entweder reparieren oder neu erstellen. So, ich rieche hier schon, ich rieche schon Bananennoten. Und Bananennoten, die so intensiv sind, da denke ich direkt an Jack Daniels Rye Whisky. Sehr, sehr, sehr danach. Also, lecker. Also Rye Whisky ist ja so oder so. Es gibt ja wie bei meisten, wie allen Whiskys, ne, immer so und so. Es gibt Leute, die rauchige Whiskys mögen. Manche mögen nicht so gerne Rye-Whiskys, weil sie zu, ich sag mal, zu eine sehr nach Gurkensalat oder sowas riechen. Und der hier, ich rieche daran und ich rieche direkt Banane. So eine halb reife Banane. Auch hier, ich spüre den Alkohol leicht in der Nase. Auch hier würde ich sagen, ja, er ist über 40%. Nicht zu extrem. Sehr angenehm. Oh, mir läuft der Wasser im Mund zusammen. Oh, also, ich muss ja aufpassen, dass ich hier nicht sehe, was drunter ist. So, und jetzt wollen wir mal probieren. Also vom Geruch her, Banane, 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 Banane. Kommt rein, so wie er riecht. Belegt er auch. Wird leicht trocken im Mund. Komisch, habe ich heute irgendwie ein bisschen öfters. Kommt rein. Jetzt kommt so eine ganz leichte, bittere Note rein. Aber nicht viel. Jetzt spüre ich den Rye. Jetzt kommt so auch dieses Rockenmäßige durch. Also ein schöner Whisky. Also wirklich ein schöner Whisky, also der schon ein Aroma hat, der einlädt, der so kräftig, der raumfüllend ist. Also wirklich, wirklich ein schöner Whisky. Man spürt
auch Roggen halt durch. Er ist sehr würzig, hat eine leichte Süße, die in die Banane hineingeht. Oder was heißt, er ist, hat Süße und Bananensüße. Also wirklich toller Whisky. Also, ich sag mal, ich unterscheide jetzt mal hier zwischen, ich glaube, es ist der Jack Daniels, der kostet, glaube ich, 24 Euro. Für mich Schnäppchenpreis. Was würde ich aber für diesen Whisky ausgeben? Ich sage ganz ehrlich, dieser Whisky, der ist bestimmt 35 Euro wert. Also der ist mehr wert, als er eigentlich sein sollte. Also was er verkauft wird. Ach, wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, und jetzt lösen wir auf. Jetzt wollen wir gucken. Und hier sieht er das mal höher. Kaputt. Mal sehen, ob ich es kleben kann. Müsste eigentlich auch klebbar sein. Trotzdem ärgerlich. So, das ist die Nummer 28. Hier zum Beweis. Ihr könnt drauf gucken. 28, 28. Und diese Liste sagt mir die Wahrheit. Die Wahrheit ist, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, 28, 28. Jack Daniels Rye, ich habe ihn rausgekriegt. Hier steht da als Preis von 26 Euro. Ich halte den Preis. Ich habe, glaube ich, 24 gesagt, weil ich so, dass ich im Kopf hatte. Nein, 26 hier nach meiner Liste. Rye Whisky, 45%. Hier stehen etwas andere Aromen- und Geschmacksnotizen drin. Das sind ja die, die ich aus dem Internet raus habe. Das heißt, sind natürlich anders, sind nicht meine Geschmacksnotizen. Also Aroma, süß, reife Früchte mit etwas Eiche, Zimt und Apfelkompott. Also ihr werdet niemals Zimt hören von mir, weil ich mag kein Zimt. Also werde ich auch kein Zimt riechen. Geschmack, süße Karamellnote mit etwas Würze. Etwas Würze, das hat schon deutliche Würze. Und Karamellnote ist so, ja, also das hat keine Karamellnote, das hat Birnennote, ganz eindeutig. Also Abgang ist würzig mit Pfeffer, also scharf ist er jetzt eigentlich nicht wirklich. Hier wird es nochmal interessant. Getreide, der Rye wurde aus 70% würzigem Roggen, 18% Mais und 12% Gerste gebrannt. Ich kann nur sagen, für mich ein absoluter Kauftipp. Also ich habe hier unten, wollen wir sie mal rausholen. Da ist es meine Bückware. Ich muss mich einmal bücken. Der hier. Ich kann nur sagen, das ist ein Whisky, der lohnt sich zu kaufen. Wenn jemand fragt, ich möchte einen guten Rye Whisky haben, Price Range, nicht zu teuer, nicht zu billig, der. Einfach der. Also für das, was man für den Preis kriegt, man wirklich einen wirklich guten Rye Whisky. Man denkt immer an Jack Daniels, Jack Daniels Number 7 und naja, ist halt Industrie-Whisky, der nicht gar nicht so billig ist eigentlich. Also der kostet so 20 Euro ein Number 7. Also das ist zum nicht gerade die Price Range, wo man sagt, Bückware, so wie Jim Beam, White Label. Nee, nee. Eigentlich ist der hier, ich würde wirklich sagen, kann ich nur empfehlen. Ich bin jetzt echt froh, dass ich ihn mal im Glas habe. Ich, ehrlich gesagt, ich liebe diesen Whisky. Der ist wirklich so toll. Ja, jetzt habe ich so lobpreiset. Jetzt wollen wir langsam mal Schluss machen, weil sonst wird das Video doch zu lang. Ich bin auf jeden Fall begeistert, dass ich diesen Whisky, diesen für mich ja doch sehr außergewöhnlichen Whisky, doch wieder entdeckt habe. Nicht nur ein Kopfkino, sondern die Realität ist, ich mag ihn wirklich und er ist wirklich sehr, sehr lecker für mich. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben, einen Kommentar geben irgendwo da unten oder
mich sonst irgendwie mit einem Like oder ein Abo dann halt erfreuen, denn da freue ich mich natürlich drüber. Ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Mal.